Nach fast 30 Jahren in Deutschland wage ich den Blick über den Tellerrand und möchte euch einmal auf die spannende Reise nach Vietnam mitnehmen und zeigen, wie dort Tischtennis gespielt und zelebriert wird. Diese Mini-Doku wird euch vor Augen führen, wie gut wir Tischtennisspieler es hier in Deutschland haben und warum wir manchmal etwas zu oft auf zu hohem Niveau jammern. Wie das System Tischtennis in Vietnam aufgebaut ist, wie ihr dort vor Ort spielen könnt und welche Unterschiede es zu uns hier in Deutschland gibt, das werdet ihr in den kommenden Minuten von mir erfahren. Alle 2 Jahre versuche ich nach Vietnam zu fliegen, meine Familie zu besuchen, etwas zu reisen und natürlich auch Tischtennis zu spielen. Als Minderjähriger ließ ich mich immer von meinem Onkel zu seinem Betrieb mitnehmen. Dort gab es immer nachmittags die Möglichkeit, mit den Kollegen und Freunden Tischtennis zu spielen. Dies ist nämlich eine von 2 Hauptmöglichkeiten, Betriebssport. Wenn man Glück hatte, sind dort 2 bis 3 Tische, der Boden gefliest. Es gab den einen oder anderen Ventilator, der etwas Luft durchblies in dem feuchtwarmen Klima. Meistens waren die Spielstätten aber schon stark heruntergekommen, der Putz bröckelte, die Wandfarbe hatte schon diverse Farben angenommen und der Boden verstaubt und rutschig. Teilweise schon sehr gefährlich für unser Verständnis. Vor Ort sind es bis zu 10 Spieler, die sich abwechseln mussten an den wenigen Tischen, die vorhanden sind. Währenddessen wird geflaxt, gescherzt und Bier getrunken, teilweise bis in die Nacht hinein. Ich glaube, so viel Spaß, wie die Leute dort hatten, erlebe ich selten hier bei uns im eigenen Vereinstraining. Es geht hier wirklich mehr um das Miteinander, das Lachen, das Genießen, weniger um effizientes Training oder Übung. Die andere Möglichkeit besteht darin, in einem der privat organisierten Trainingshallen einen Tisch zu mieten und sich dort zu verabreden. Eine Stunde spielen kostet umgerechnet ungefähr 1 Euro. Einen monatlichen Beitrag gibt es nicht. Hier treffen sich pro Tag bis zu 100 Spieler. Die Hallen sind von morgens bis spätabends geöffnet, denn sie werden meistens von einem einzelnen Trainer oder wie in diesem Falle einem Pärchen, das dort lebt, bewirtschaftet. Für uns in Deutschland ist das nicht vorstellbar. Sie vermieten die Tische, verkaufen Tischtennis-Equipment, organisieren Turniere und Freundschaftsspiele. Drinnen gibt es auch einen Kiosk, in dem die Spieler Snacks zu sich nehmen oder selbstgemachte Limonade trinken können. Auch hier steht die Geselligkeit ganz weit oben. Meistens spielen wir auch um etwas. Abendessen, selbstgemachte Limonade, Bier oder eben auch ein Kastenbier. Der Verlierer zahlt und alle anderen profitieren davon. Auch ich habe hier schon mal um eine Ente gespielt. Eine ganze Ente wohlgemerkt. Diese wird schon fertig zubereitet, von außerhalb bestellt und nach dem Training sitzen die Spieler zum gemeinsamen Abendessen zusammen. Wirklich verrückt. Es wird aber auch regelmäßig nach dem Training ins Restaurant gefahren, um Geburtstage oder andere kleine Events zu feiern. Wie ihr an den Bildern erkennen könnt, die Spielbedingungen vor Ort sind nicht die besten. Die Hallen sind marode, der Boden ist teilweise schon extrem abgenutzt, die Banden schon 20 Jahre alt. Es gibt keinen Tischtennisverband, der sich durch Vereinsbeiträge finanziert. Jeder Verein ist auf sich allein gestellt und muss sich wirtschaftlich selbst tragen können. Deshalb gibt es selbst in den Großstädten Saigon oder Hanoi vielleicht 10 bis 20 richtige Vereine im Tischtennis, obwohl beide Städte um die 9 Millionen Einwohner haben. Das Hobby Tischtennis an sich ist ein Privileg für viele Menschen hier vor Ort, die es sich sowohl finanziell als auch zeitlich leisten können müssen.
Während ich schon als Kind zur absoluten Topspitze gehörte, musste ich jegliches Training durch die Eltern finanzieren lassen, in Form von Privattrainern oder Trainingsgruppen. Diese Kosten sind um ein Vielfaches höher als in Deutschland, wenn du in einem Verein spielst. Wir sollten uns daher wirklich glücklich schätzen, dass das Vereinssystem hier in Deutschland teils vom Staat subventioniert wird und es funktionierende Verbände gibt, die das Ligensystem organisieren und finanzieren. Auch müssen wir uns vor Augen führen, dass das Material in Vietnam genauso teuer ist wie in Deutschland. Aber ein Belag dort ungefähr 10-20% des durchschnittlichen Monatseinkommens ausmacht, im Vergleich zu Deutschland, in dem es 2-3% vom durchschnittlichen Monatseinkommens ist. Und daher ist es auch normal, wenn Belege bis zu 2 Jahre gespielt werden. Wir haben hier also in Deutschland einen großen materiellen Vorteil. Ich persönlich wurde in den Spielstätten immer sehr herzlich und freundlich aufgenommen. Der Paradiesvogel aus Deutschland. Dementsprechend wurde immer der eine oder andere Ex-Profi eingeladen, der dann gegen mich spielen sollte. Ich hatte da meistens aber keine Chance. Mir wurde attestiert, dass ich einen sehr europäischen Stil hätte. Eine ganz gute Beinarbeit und eine solide Grundtechnik. Die Bälle und Tische in Vietnam sind aber um einiges härter und schneller. Einfach dem Umstand geschuldet, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit besteht im Vergleich zu Europa. Da muss man sich erstmal umgewöhnen. Hier wird sich auch nicht darum gekümmert, ob man beim Aufschlag den Ball verdeckt oder überhaupt hochwirft. Aber da die Regeln für beide gelten, sind auch hier die Bedingungen fair. Übrigens entschuldigt man sich auch nicht für einen Netzball, sondern freut sich fast darüber und es wird auch trotzdem geklatscht. Zusätzlich, um den Gegner zu ärgern. Das war für mich am Anfang befremdlich, aber auch daran gewöhnte ich mich schnell und habe sogar daran Gefallen gefunden. Vielleicht sogar für Deutschland denkbar? Der krönende Abschluss meiner letzten Reise in Vietnam war die Teilnahme an einem Amateurturnier in Hanoi. Unsere Gruppe bewegte sich also bei 30 Grad Außentemperatur in einen großen, umgebauten Hallenbereich im Keller. Ohne Fenster, Zugluft oder Klimaanlage. Ganze 2 Minuten brauchte ich, um mich komplett in Schweiß gebadet wiederzufinden. Die verschiedenen Städte traten gegeneinander an und es wurde gefightet und lauthals gebrüllt. Für mich reichte es an dem Tag nur für das Viertelfinale in der B-Klasse. Naja, dabei sein ist alles. Das nächste Mal werde ich besser vorbereitet sein. Was ich für mich aus meinen Reisen mitnehmen konnte: Tischtennis bietet einen wichtigen sozialen Aspekt und ist für die Spieler hier vor Ort eine wichtige und willkommene Abwechslung zum verhältnismäßig harten Leben in Vietnam. Die Herzlichkeit und Lockerheit vermisse ich hier manchmal in Deutschland. Aber nun ja, andere Länder, andere Sitten. Es gibt hier noch viel zu erzählen über meine erste Heimat und ich hoffe, ich konnte euch einen guten kleinen Einblick davon geben. Ich hätte auch Lust, in baldiger Zukunft einen Lehrgang dort zu organisieren, sobald Corona vorbei ist. Halb Urlaub, halb Tischtennis-Lehrgang. Das wäre doch was, oder? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr auch Bock auf sowas hättet. Zu guter Letzt möchte ich mich nochmal bedanken für euren Support in den letzten Monaten und insbesondere auch den Kanalmitgliedern, die mir einen gewissen finanziellen Spielraum ermöglichen, euch auch weiterhin Videos abseits der eingetrampelten Pfade zu produzieren. Denkt natürlich daran, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und abonniert meinen Kanal, sonst bin ich sehr traurig. Ich bin der Nam Do und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Ciao, ciao aus Hamburg.